Joho Leute, willkommen zum Vlog am Sonntag. Der Vlog, in dem Hani Fragen beantwortet zu ihrem Kanal, zu sich selbst und über die Woche redet und über die zukünftige Woche. Und ja, genau, das fasst alles zusammen, was in diesen Vlogs passiert. Deswegen landen sie ja auch nicht auf meinem anderen Kanal. Der kriegt ja richtig so ein eigenes Konzept, aber da muss ich noch am Intro und am Outro und der Endcard und auch noch ein bisschen Geld investieren. Ich muss erstmal 300 Euro zusammenlegen, weil ich bestimmte Dinge dafür brauche. Scheiße. Ja, so ist das. Deswegen auch die Frage, weil ich habe ja, wie gesagt, einen anderen Kanal, der sich Vollkornhonig nennt. Und da möchte ich komplett anderen Content bringen, neben Gaming-Videos, ja. Und da muss ich ein bisschen für arbeiten, equipment-technisch. Eventuell mache ich das auch erst nach dem eventuell anstehenden nächsten Umzug nächstes Jahr. Mal sehen, mal sehen. Warum die Webcam heute cyanfarben und pink ist, ich habe keine Ahnung. Also beim automatischen Weißabgleich war alles gelb. Wartet, ich kann das demonstrieren. Hier, die hat gemeint, das ist der Weißabgleich. Ich so, genau. Das erzählt zwar gerade, wie die Sonne hier reinprallt, aber. Und dann habe ich halt selber dran rumgespielt und ich fand, das hier ist irgendwie noch am angenehmsten. Das sieht zwar aus, als hätte ich rote Augen, aber. Habe ich nicht. Hab keine roten Augen. Also, was ist diese Woche alles Spannendes passiert? Es war eine gute Woche. Es war eine sehr gute Woche. Ich habe ziemlich viel geschafft, ziemlich arbeitstechnisch viel erledigt. Habe es aber immer noch nicht auf die Reihe gekriegt, Minecraft Novus aufzunehmen, weil Minecraft mich einfach wahnsinnig macht. Es macht mich einfach wahnsinnig. Und dann habe ich, nachdem es dann einigermaßen lief, bei mir mehr noch das Modpack erstmal angucken wollen und verstehe davon Bahnhof. Und an dem Tag, an dem ich streamen wollte, ging es nicht. Und dann hätte ich sonst noch den Freitag frei gehabt und so. Aber Freitag hatte meine Mutter Geburtstag. Und das ist mir in dem Fall natürlich wesentlich wichtiger. Und am Samstag, wo ich sonst immer noch so ein bisschen Zeit hatte, war ich in Braunlage. Im dritten Braunlager Sommernachtstraum im Kurpark. Das Highlight dort war neben den cool verkleideten Leuten natürlich die Künstler. Und diesmal war Max Mutzke dort. Also das war ziemlich cool. Ich meine, 90 Minuten Programm von Max Mutzke für den wenigen Eintritt. Braunlage ist halt ein Dorf im Harz. Ich fahre da eine ganze Stunde mit dem Auto hin. Und der Eintritt war nicht so teuer und die Bewirtung war gut. Und es war alles schön dekoriert und hat schön geleuchtet und sah echt gut aus. Und da hatte man schon Spaß. Also da war zwischendrin eine Band, die hat halt immer mal wieder an verschiedenen Orten gespielt. Die waren wirklich richtig gut. Die Vorbands, so, die sonst so Rahmenunterhaltung gemacht haben, da war schon mal, da hat man sich schon gewünscht, dass bald Max Mutzke anfängt. Das ist halt immer schwierig, so als Coverband und mit so deutschen Songs, die teilweise auch überhaupt nicht reingepasst haben. Ein bisschen mehr Sommernachtstraum hätte ich mir noch gewünscht, aber die Figuren, die herumliefen, waren toll. Das hat so ein bisschen diesen Sommernachtstraum-Charakter unterstrichen. Ansonsten so aus veranstaltungstechnischer Sicht würde ich sagen, da ist noch verdammt viel Platz nach oben, verdammt viel Potenzial. Und ja, lasst einfach mal die Eindrücke mit meiner schlechten Kamera auf euch wirken. Vielleicht seid ihr nächstes Jahr auch mal dabei.
inzwischen schon 12 Jahren, da ist er für Deutschland beim Eurovision Song Contest angetreten mit dem wunderbaren Song Can't Wait Until Tonight. Er hat aber in den letzten Jahren so viele fantastische Alben gemacht. Er singt Deutsch, er singt Englisch und vor allem geht seine Stimme unter die Haut. Und ich freue mich sehr, ihn heute Abend hier begrüßen zu dürfen, gemeinsam mit seiner Band. Und jetzt einen riesengroßen Applaus zur dritten Braunlager Sommernachts Traumnacht hier mit Max Mutzke und Band! Nachdem wir uns jetzt dem Sommernachtstraum hingegeben haben, ja, ich weiß, da war wenig Sommernachtstraum. Bisschen mehr Shakespeare, wenn man das Ganze schon so nennt, hätte ich auch erwartet, aber gut. Ich meine, ich hätte zum Beispiel jemanden engagiert, den man in ein Kostüm packt, der dann als Shakespeare da herumläuft und eine Theatergruppe engagiert, die vielleicht auch noch ein bisschen was macht. Eine Band weniger, damit sich der Ton nicht immer überlappt. Vielleicht nur die Jungs, die diese coole Musik gemacht haben beim Rumlaufen. Aber ansonsten, ich will nicht meckern. Ich war schön, also für den Preis vor allen Dingen, war super. Das Essen war eigentlich völlig in Ordnung und so, das war okay. Also das muss man sagen, das war echt schön gemacht. Dann hätte ich echt ein bisschen mehr Beleuchtung an den Menschen selber, so Knicklichter verkaufen und sowas, das wäre noch richtig gut gegangen. Ein bisschen Souvenirs auch, ne? Und wir haben so, habe ich das noch irgendwo hier? Nee, das habe ich, glaube ich, schon weggeschmissen. Wir haben keine Festival-Armbänder bekommen, sondern so rote Klick-Armbänder. Und das nächste Mal einfach Festival-Armbänder drucken, das wäre voll geil. Ich mag Festival-Armbänder, die kann man dann auch noch eine Weile behalten, das sieht einfach gut aus. Nun, aber gut, kommen wir zu euren fragigen Fragen. Immer noch aus dem Fragige-Fragen-Video von, wann ist das her? Dem 22.07.2016, da gibt es dieses Fragt-mich-fragige-Fragen-Video, FAQ-Video. Da könnt ihr auch immer noch Fragen drunter ballern, aber ansonsten einfach hier unter dieses Video. Wenn ihr Fragen habt, die ich im nächsten Part beantworten soll, einfach hier unter dieses Video ballern. Ich gehe immer alles so ein bisschen durch, schaue mir bei allen Videos die Kommentare an. Und wenn ich weiß, ich möchte es nicht im Vlog beantworten und ich brauche es nicht im Vlog beantworten, schreibe ich auch einfach die Antwort als Kommentar oft hin. Gerade bei Sachen, die leicht zu beantworten sind, wo ich nicht 5 Stunden reden muss. Wobei ich theoretisch, glaube ich, bei jeder Frage 5 Stunden reden könnte. Hey Mann, hey, sprechen ist aber trotzdem gerade heute nicht meins. Kann das sein? Schlimm, schlimm. Okay, gut. Frage Nummer Uno von Sweet Ilana, glaube ich. Ja. Wärst du lieber eine Katze oder ein Einhorn? Ich glaube, ich wäre lieber ein Einhorn. Weil dieses mystische, magische Wesen und dann würden mich Kätzchen ja auch lieben und auf meinem Rücken schlafen. Und ich schätze ein Einhorn, das zaubern kann und damit machst du dann Weltfrieden. Ja. Seht ihr mal, ich wäre voll das gute Einhorn. Karl! Was? Frage 2, wo ist sie denn da? Da ist sie. Von Alex Unicorn Crybaby. Ist das ein Zufall, dass es heute um Einhörner geht? Ich glaube nicht. Honey, kann man dir irgendwie Fanpost zuschicken? Und wenn ja, auf welche Adresse? Nein, das geht immer noch nicht. Und das geht dann soon? Aber nicht so soon. Ich muss sagen, so in 10 Monaten eventuell habe ich mir bestimmt ein Postfach eingerichtet, weil so zumindest gedanklich ich aktuell versuche einzuplanen, Ende des Jahres nochmal umzuziehen. Frage Nummer 4 von Diana Underriver. Warum änderst du ständig deinen Kanalnamen? Das mache ich doch gar nicht.
Also, ich hieß ja immer Honeyball LP, weil damals gab es bei YouTube Kanalnamen ja noch gar nicht. Da hieß man so, wie der Channel hieß. Der heißt übrigens immer noch Honeyball LP. Und dieses Honeyball LP ist halt ein Spaßname. Jeder hat sich LP hinten dran genannt. Ich habe gesagt, du lol, machst du auch einen Let's Play Channel auf, wird ja sowieso nichts. Also, ich meine, wird sowieso nichts Längeres oder so. 7 Jahre später. Naja, jedenfalls habe ich dann halt später Honeyball Games und Stuff draus gemacht, damit die Leute einfach wissen, okay, hier gibt's Videospiele und anderen Sachen, weil ich dieses LP weghaben wollte. Und das stand halt einfach auch nur durch dieses Google-Ding da, dass man halt, der Kanal hieß immer noch Honeyball LP, bleibt da auch weiterhin, weil der Channel-Name so heißt. Und dann haben wir ja nach einem Namen gesucht. Ich habe ja mit der Community zusammen nach einem neuen Namen gesucht, weil ich wollte gerne einen deutschen Namen haben. Das klingt total doof, aber ich mag deutsche Namen und deutsche Wörter wahnsinnig gerne. Und dann kam dieses Vollkornhonig. Und dann habe ich gedacht, okay, Vollkornhonigball ist ja eigentlich perfekt, weil das ist ja immer noch Honigball. Und ich fand dieses Vollkorn ist einfach der Inhalt, den wir hier haben. Ich meine, ich kenne eine Menge Let's Plays und das klingt total arrogant, wenn ich das sage, aber manchmal ist der Inhalt von dem einfach nur... Wenn ich brauche mal dringend hier den Support, Mann, ey! Mein scheiß Supporter ist schon wieder tot, du scheiß Post, ey, voll... Lol, habt ihr den Tod gesehen? Ey, mir ist der Kopf abgeschlagen worden und Nicole hat da hinten... Voll lustig! Deep Shit Content und so! Die Ecke kommt bestimmt gleich dieses böse Vieh. Bitte, bitte nicht! Achso, ich muss mich auch bewegen im Spiel, damit ich überhaupt da hinkomme. Ich hab so große Angst vor Horrorspielen! Hoffentlich kommt jetzt bestimmt niemand hier, so, der mich erschrecken würde! Ich lebe allein, es kann niemand kommen, der mich erschrecken würde! LOL! Jetzt auf meinem Kanal exklusiv die 10 größten Scheißhaufen! Leute, ey, die 10 größten Scheißhaufen! Ihr müsst euch diesen Content mal geben, das ist unglaublich! Und danach gibt's ein Best-of der 10 größten angeklickten Videos über die 10 größten Scheißhaufen in ganz YouTube! Genau deswegen habe ich meinen Kanalnamen geändert. Damit man mit Vollkornhonig vielleicht mit Vollkorn... ja, so ein bisschen... dass man das Gefühl hat, da finde ich vielleicht was anderes außer Schreien und Kacken. So, nächste Frage. Von Julian Jascha HD. Honey, was hältst du von YouTube Deutschland? Habe ich das gerade irgendwie dargestellt? Nein. Was hältst du von YouTube Deutschland? Das ist eine echt ganz interessante Frage, weil ich das oft sehe bei meinen Kollegen auf Twitter und auch in Videos von denen, wie sie über YouTube Deutschland abhaten und ablästern, also so, was da für Content gebracht wird und was sich die Leute angucken. Und ich als jemand, der in der Medienbranche groß geworden ist, denkt sich, das war absehbar und es ist völlig normal. Ich würde nicht über YouTube Deutschland haten oder sagen, dass es scheiße oder schlecht ist. Ich weiß, dass viele YouTuber hier keine Vorbildrolle sein sollten, es aber sind, weil sie dadurch, dass sie einen prominenten Status haben, quasi automatisch Vorbilder für die Kinder werden. Und das ist natürlich bei manchen YouTubern nicht so erstrebenswert, dass sich die als Vorbild genommen werden. Und sie raffen auch selber gar nicht, dass sie Vorbilder sind oder sind teilweise noch zu jung. Und es ist halt so, wenn ihr Videos von Leuten guckt, die halt auch so 19, 20 sind, ich habe auch damals immer ganz bewusst gesagt, nehmt euch mich nicht unbedingt als Vorbild, weil ich war ja, als ich anfing, auch noch selber sehr, sehr jung und hatte von vielen Dingen gar keine Ahnung. Und wenn man sich an jemanden orientiert, der von vielen Dingen gar keine Ahnung hat, dann ist das mit Vorbildern so eine ganz blöde Sache. Ich sage dann lieber, lest Biografien, schaut euch biografische Filme an, lernt die Leben anderer Menschen kennen, bildet euch eine eigene Meinung und nutzt dann das, was ihr aus den Fehlern anderer gelernt habt, quasi um euer Leben weiterzuentwickeln. Und dann hast du Vorbild auf eine neue Art definiert und es funktioniert besser. Und was in YouTube Deutschland passiert, passiert in allen Medien. Effekthascherei. Das ist einfach so. Also der Mensch klickt gerne Dinge an, die mit Sex zu tun haben, weil es ein Kernelement unserer Existenz ist. Entschuldigung, wir pflanzen uns darüber fort. Und um unsere Art zu erhalten, das ist halt einfach ein riesiges Thema. Dann wird es noch tabuisiert und als peinlich oder als verboten abgestempelt oder als etwas Besonderes. Also ist es noch cooler, man kann Tabus brechen, man kann sich Dinge ansehen, wo man vielleicht normalerweise nicht hinklicken würde oder man hat so die Möglichkeit, das einfach so auszuleben, diesen Nervenkitzel, diesen Reiz und diesen Spaß mit der Thema Sexualität und sowas. Deswegen wird natürlich viel darauf runtergebrochen und auch von der Thematik, vom Gespräch, aber einfach auch nur von den Thumbnails und all dem ganzen Scheiß her. Und ich sage immer, wenn ein Thumbnail, selbst wenn es gar nichts mit dem Inhalt zu tun hatte und es waren Titten und ich habe es angeklickt, weil es Titten waren und dann ist der Inhalt des Videos gut, dann stört mich das nicht. Wenn der Inhalt allerdings belangloser Müll ist,
dann ist das natürlich scheiße. Aber ansonsten, Werbung funktioniert nicht immer so, dass man in der Werbung darstellt, was man kriegt. Ich weiß, das kommt jetzt überraschend, aber in der Werbung ist es so, dass man oft nicht das kriegt, was in der Werbung steht. Das wird jedem, der einkaufen gegangen ist, schon mal aufgefallen sein. Oder spätestens, wenn ihr bei McDonald's wart und ihr habt bei McDonald's einen Burger gekauft und ihr guckt euch den Burger an und ihr guckt euch das Bild von dem Burger an, dann denkt ihr doch auch, ja, das sieht nicht ganz so aus. Stört es euch? Vielleicht. Aber im meisten Fall nicht. Man isst dann trotzdem und man geht wieder hin. Und das ist so ein bisschen das Problem. Die Leute fressen es trotzdem und klicken es wieder an. Also man guckt sich den Müll an und dann wird er wieder angeguckt, eben weil es Müll ist. Kunst und Unterhaltung muss nicht immer einem Sinn folgen und muss nicht immer gut sein. Die ganzen Prank-Videos beweisen, dass man halt mit gesellschaftlich, sozial kritischem Content, der schon an der Grenze von humanem Verhalten ist, immer noch verdammt viel Effekthascherei erzielen kann, sodass die Leute das interessant und cool finden, weil sie halt immer noch glauben, dass Pranks nicht gestellt sind. Aber man, also ich gucke gerne so Aufklärungs-YouTuber, die dann wirklich richtig recherchieren. Die haben Schauspieler gefunden, die in diesen Prank-Videos mitgespielt haben. Unglaublich viele. Ja, und das war schon ein bisschen heftig. Also bei diesen ganzen amerikanischen Pranks und ich schätze mal bei den Deutschen auch, wenn sie vor allem nicht dumm sind, ist es alles gestellt. Weil den Hickhack, den du machen musst, also die Verträge und alles, was du machen musst, wenn du einen Prank machst, Leute auf der Straße filmst, die wirklich an dem Prank teilnehmen, das ist ein bisschen, wie soll ich sagen, anstrengender. Also bei einem Prank-Video, du musst ja die Genehmigung einholen, weil die Leute ja direkt verarscht dargestellt werden. Das ist nicht so wie, ich filme Leute auf einem öffentlichen Gelände. Das funktioniert nicht ganz so einfach. Zumal bei Kanälen, die Fernsehen erlauben, ihre Videos abzugreifen. Man kann, das YouTube ist ja, also du kannst ja, wenn du eine Redaktion bist in den Fernsehmedien, kannst du ja ein YouTube-Video darstellen. Kannst einfach ein YouTube-Video nehmen und den Content nehmen. Du musst nur einblenden, von welchem Kanal es ist und gut ist. Also dann ist es halt wieder so, wenn die Leute nicht einverstanden sind, damit dass man ihr Gesicht sieht, weil sie im Mittelpunkt der Darstellung sind, nicht einfach nebenbei öffentlich aufgenommen, sondern im Mittelpunkt der Darstellung, ist so eine Sache. Deswegen nehmen die alle Schauspieler oder Freunde oder Kumpels oder fragen die Leute vorher und dann unterschreiben die einen Vertrag. Weil im Nachhinein einen Vertrag unterschreiben, bei einem aufwendigen Prank, ist vielleicht ein bisschen blöd, was ist, wenn die Leute Nein sagen. Also ja, genauso wie die ganzen, in Anführungsstrichen, Beauty-YouTuber, die mal mit Beauty angefangen haben und dann ugly wurden. Es ist halt einfach auch so, diese Selbstdarstellung von manchen Menschen ist halt schon eklig, weil nicht immer die Selbstdarstellung richtig ist. Also auch die Heuchelei von manchen YouTubern. Schwierig, klar, jeder hat mal eine Doppelmoral, jeder ändert mal seine Meinung, viele Dinge entwickeln sich, aber ja klar, aber das ist halt normal. Ich meine, guckt euch Fernsehen an und wie sich Fernsehen entwickelt hat. Ihr habt doch nicht ernsthaft geglaubt, YouTube würde sich anders entwickeln. Die Leute zielen immer auf Tod, Zerstörung, Action hin, eklige, widerliche, krasse Dinge, mega krasse Aufdeckungsdinge, Mystery-Dinge, Verschwörungstheorien, Titten, 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 Ass, Tits, Ass. Wie kann ich schöner sein als alle anderen? Wie kann ich reicher sein als alle anderen? Statistiken lieben Menschen sowieso und unnützes Wissen. Und damit hast du schon quasi 90% des Contents dargestellt. Und dann kommt natürlich noch normale Unterhaltung dabei nebenbei. Also ich finde halt Let's Plays deswegen ganz cool. Und ich würde auch jetzt das Konzept meines Kanals nicht ändern, weil Leute immer mich gefragt haben, änderst du dann auch irgendwann mal die Art und Weise, wie du deine Let's Plays machst, weil das ist ja nicht mehr so mega im Trend. Ja, aber was machen denn die Leute, die noch gerne normale Let's Plays gucken, so wie ich? Also ich gucke halt gerne normale Let's Plays. So ganz normale Let's Plays. Nicht kaputt gecutteten Scheiß. Möchte doch weiterhin meine Lieblings-YouTuber gucken. Was ist, wenn die alle ihr Kanalkonzept ändern, nur damit sie es Elfjährigen gerecht machen? Weil das ist halt so ein bisschen die Generation, die jetzt nachwächst. Und die sind halt auf diese schnellen Cuts und all den ganzen Kram, gehen total steil. Das geht auch irgendwann wieder aus dem Trend raus. Macht wieder jemand was anderes, das ist cooler. Und dann, so entwickelt sich das halt einfach nun. Effekthascherei ist halt so eine Sache und das mag dann manchmal funktionieren. Manchmal aber auch nicht. Es gibt auch Kanäle, bei denen klappt das nicht. Aber deswegen gesagt, also YouTube Deutschland, ich würde da jetzt nicht so eine riesengroße Problematik vom Zaun brechen. Schlimmer finde ich eigentlich Dinge, die schon immer existiert haben auf YouTube und bei Streamern und so, die halt wirklich Sachen erzählen und im eigenen Leben komplett kontraleben, völlig verlogen und Heuchler sind und man lernt dann sowas selber kennen. Also die YouTube-Deutschland-Szene, du lernst Leute kennen, du kennst ihre Videos, du weißt, was sie predigen, was sie erzählen, was sie ihren Zuschauern seit Jahren schon sagen und selber lernst du die dann kennen und stellst fest, sie machen das alles selber nicht. Das ist so ein Punkt, wo ich dann bei der Thematik YouTube Deutschland schon oft gedacht habe, was? Also,
keine Ahnung, wenn man schon lange in der Szene ist, kennt man eine Menge Leute. Man kennt auch Beziehungen unter YouTubern, wo Verhältnisse entstanden sind, wo Liebesbeziehungen waren und so weiter und so fort, die geendet sind und wie sie geendet sind und wann neue anfingen und bla und blub. Und wenn du das mitgekriegt hast und das alles weißt und solche Sachen werden zum Beispiel verleugnet und obwohl, ey, beim Kollegen, ne, da war sogar die Freundin mit im Video und er verleugnet die bis heute total, wo ich mir einfach gedacht habe, da gibt noch Videos von der, weißt du, ich mir so, und dann ist das auch so ein Dude, der immer Ehrlichkeit prägt und also gepredigt hat und so, macht Gott sei Dank irgendwie inzwischen, glaube ich, keine richtigen Videos mehr oder so, aber einfach, der ist ja so schlecht geworden, weißt du, wenn man das so mitkriegt. Das ist so, ich meine, ich ändere meine Meinung auch oft. Dinge ändern sich in meinem Leben auch oft. Aber ich kann das dann noch sagen. Oder wenn es mir zu privat ist, halte ich die Fresse. Aber es ist halt so, die Zuschauer kriegen das nie mit, dass solche Sachen gelogen sind. Sei denn, es gibt Aufklärungs-Channels, die sowas ans Licht holen. Great A, Under A ist zum Beispiel so ein Channel, der ab und zu einfach mal solche Sachen ans Licht holt. Wenn ich Bock hätte, könnte ich das auch machen. Könnte ich auch den Kollegen in die Pfanne hauen, die Videos ausgraben, seine Aussagen ausgraben, die falschen sagen, das deckt sich aber nicht, Mister. Und zu sagen, so einen verlogenen Scheiß erklärst du deinen Kindern, die dich angucken. Weil, nee, das sind mehr Erwachsene, die den Typen, aber das ist auch völlig egal. Ich sag einfach nur so, aber das ist dann auch wieder Zeug, das klickmäßig gut zieht. So Aufklärungsgedöns, Effekthascherei, oh mein Gott, Promis. Was glaubt ihr, warum mache ich Magazine wie Prominenz so gut laufen? Boah, ich rede viel zu lange über dieses Thema. Next! Kommentar Nummer 6. MyCat, welchen YouTuber guckst du privat im Moment? Das ist immer lustig, diese Frage, guckst du privat? Ich gucke doch keine YouTuber geschäftlich. Das ist doch irgendwie merkwürdig. Ich gucke so viele. Ich gucke so viele Kanäle quer, also angefangen von Simply Nail Logical bis hin, also mehrere Beauty-YouTuber, deren Videos lustig sind. Da ist mir völlig egal, dass da geschminkt wird oder Nägel gemacht werden oder eingekauft wird. Die Videos sind einfach so gut gemacht und lustig und amüsant. Ich gucke deswegen Unterhaltungsfaktor, ist voll gut. Ja gut, meine Fingernägel haben vielleicht ein bisschen Simply Nail Logical mäßig. Great A, Under A ist gerade jemand. Wie gesagt, Holly zum Einschlafen gucke ich ganz gerne. Den No Man's Sky Let's Play von Gronkh gucke ich wahnsinnig gerne. Ist auch sowas, so, was man nebenbei mal laufen lassen kann. Vor allem, wenn ich gerade Videos cutte oder sowas, mache ich das ganz gerne. Ich gucke natürlich wahnsinnig gerne meine näheren Kollegen wie Wuschelchor und so. Ist so, ich schwöre, Beste. Ich wünschte, Schmunzelfee würde mehr Videos bringen. Im Livestream neulich wieder gedacht habe, boah, nee, ich mag ihre Art einfach so wahnsinnig gerne. Ich hätte einfach gerne mehr Content. Streams gucke ich ansonsten halt, gerade da kickste und sowas. Und Fresh Friends kann man jetzt ja nur noch nachträglich gucken. Naja, dann hört man wenigstens die Stimme. Naja, jedenfalls muss ich sagen, das ist ein bisschen gemischt. Also ich habe irgendwie über 1000 Leute abonniert und ich gucke die immer querbeet, wo mir was gefällt. Das sind alles so Channel, die so keine dauerhaften Projekte, Reihen oder Serien bringen, wo man dranbleiben muss, wie Let's Plays zum Beispiel, sondern halt immer mal wieder ein Part. Ja, das ist so etwas, was ich, das mag ich. So, weil ich beim Fragen wieder so ewig gebraucht habe zu antworten, ist das jetzt hier die letzte. Von Akashi Seijuro. Akashi Seijuro? Hi! Wieso hast du angefangen, Guild Wars 2 zu spielen? Karpfen ist schuld. Der liebe Karpfen, der Plucky übrigens angeschleppt, ist ein Kumpel von ihm, hat sich Guild Wars 2 gekauft. Und weil ich mit dem zusammen spielen wollte, der so vorhin geschwärmt habe, habe ich mir auch Guild Wars 2 gekauft. Er hat wieder aufgehört, Guild Wars 2 zu spielen, kurze Zeit später, und ich nicht. Dann habe ich Livestreams gemacht, dann kamen coole Leute, wie zum Beispiel Tom, der dann mich überredet hat, die Gilde zu gründen. Und schon kurze Zeit später habe ich auch Trefan darüber kennengelernt, weil ich immer Leute gesucht habe, mit denen ich spielen kann. Und dann habe ich Guild Wars 2 gesuchtet und nie wieder aufgehört. Und ich glaube, bald 6000 Spielstunden. Okay, ja, die Hälfte mit AFK rumstehen, das zählt dann dementsprechend nicht. Es ist halt so, man sitzt abends mit seinen Freunden im TS, macht 3 Stunden nichts in dem Spiel, aber man unterhält sich halt nebenbei und man macht aber in dem Spiel halt 3 Stunden nichts. Es ist ansonsten, ich kann es nur empfehlen, wenn ihr Guild Wars 2 spielen wollt, unter meinen Guild Wars 2 Videos, da findet ihr so Links. Die bringen euch einmal zu der kostenlosen Version und dann zu der kostenpflichtigen Add-on-Version. Die kostenpflichtige Version anzuprobieren, sollte man auf jeden Fall mal getan haben. Es ist ein bisschen wie ein Dragon Age MMO. Leute mal sagen, MMOs, ich bin auch kein MMO-Mensch. Ich mag
MMOs wie Wildstar, wo auch halt ich die Story spielen kann, gerne, klar. WoW war so überhaupt nicht, also die meisten MMOs waren einfach nicht meins. Das steht und fällt natürlich auch mal mit der Community. Ihr müsst euch eine gute Gilde suchen. Es gibt tolle deutsche Gilden. Ne? Ich sage dann immer nur gw2ts.de mal angucken. Da gibt es tolle deutsche Gilden, wenn ihr noch keine gefunden habt. Und dann ist es so, dass ihr das Ganze halt wie ein Singleplayer spielen könnt. Mit dem Funfact, dass um euch herum immer Leute sind, die euch helfen können. Und man lernt halt eine super nette, coole Community kennen. Gut, ein paar voll Retards sind auch klar, ist normal. Aber so ist das halt einfach. Das ist wie in der Realität draußen ja nun mal auch. Und ich habe meine besten Freunde über dieses Spiel gefunden. Aber richtig besteste Freunde, versteht ihr? Also es ist so ein Punkt, wo ich halt sage, also so wirklich kontra dessen, was gerne Eltern über Videospiele prägen. Man muss natürlich aufpassen, wie man Leuten vertraut. Also MMO-Neulingen rate ich immer, passt auf. Männer, die sich als Frauen ausgeben, gibt es dort immer. Kinder, die in Wirklichkeit keine Kinder sind, gibt es ebenfalls. Franzosen, die euch beleidigen werden, gibt es ebenfalls. Russen, die ihr nicht verstehen werdet, auch. Franzosen, die ihr nicht verstehen werdet, eventuell auch. Aber ansonsten ist Englisch die meiste Umgangssprache. Selbst die Franzosen haben inzwischen gelernt, dass sie Englisch in dem Spiel sprechen müssen, weil ihnen sonst keine Sau mehr zuhört. Die Spanier sind super cool in dem Spiel. Aber ansonsten, wenn ihr euch mit jemandem in einem Spiel anfreundet, in einer Community anfreundet, einfach nur mal jetzt auch mal allgemein den Aufruf dazu. Wenn ihr euch übers Internet mit Leuten anfreundet, und ihr seid selber noch Kinder, ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, involviert immer die Eltern mit. Sagt, ey, ich habe mich übers Internet mit einer Freundin angefreundet oder mit einem Kumpel angefreundet. Ich finde die cool und ich finde es echt super mit denen. Und ich würde gerne aus der Freundschaft ein bisschen mehr machen. Das ist halt so ein Punkt, man sollte niemandem erstmal so die Handynummer geben. Die Leute vernetzen sich total schnell über WhatsApp. Lasst das einfach. Passt ein bisschen auf. Ne? Nicht gleich die Daten, wo man wohnt und all das und den Namen rausgeben und so weiter und so fort. Jeder, der intelligent ist, hat Verständnis dafür, dass er ihm nicht sagt, wo ihr wohnt, wie ihr voll heißt, wie alt ihr genau seid, wie eure Handynummer ist. Wenn jemand ein Problem damit hat und sagt, wieso sagst du mir das nicht, ich sag dir das auch, dann lasst von der Person die Finger, weil das wird dann auch kein wahrer Freund. Weil die Person muss ja verstehen, dass man im Internet vielleicht einfach noch ein bisschen misstrauischer ist. Das ist einfach so. Ich gehe ja auch nicht auf der Straße zu jeder Oma und sag dir, wo ich wohne. Das macht man einfach nicht, weil man schützt sich ja damit. Das ist ja Schutz. Das macht man nicht nur aus Angst, sondern das ist halt einfach ein Schutzmechanismus, den man ausnutzen sollte. Und das ist so ein Punkt in Videospielen, ihr könnt eure Eltern ja involvieren. Ich meine, die gehen auch wesentlich offener mit der Sache Freunde aus dem Internet um, wenn ihr sie involviert und sagt, ey, ich mag die Person echt, ich komme gut mit klar, ich habe da das Gefühl, offen sein zu können, Probleme angehen zu können mit und man hat super viel Spaß. Und wie siehst du das? Kannst du dich mit dem Eltern, also manchmal ist es ja auch so, den haben die anderen Kinder, die ihr im Internet kennengelernt habt, auch Eltern. Da können sich Eltern miteinander auch mal auseinandersetzen. Dann werden die feststellen, das sind wirkliche Menschen dort im Internet, die wohnen einfach nur woanders und nicht im gleichen Ort. Und dass man das halt mal sagt, so ja, aber es sind alles echte Menschen, die wohnen nur an weiten, entfernten Orten oft. Und dann kann man halt mal über die Eltern hinweg auch Kontakt pflegen, wenn eure Eltern das nicht machen wollen. Das ist auch so, wenn ihr coole Lehrer habt, geht das. Ältere Geschwister, denen ihr gut vertrauen könnt, mit denen geht das auch. Ansonsten, wenn ihr euch bei Leuten nicht sicher seid, dann lasst das langsam angehen. Freundschaften muss man nicht übers Knie brechen, sowas wächst über Jahre. Also das Vertrauen zu meinen Freunden habe ich über Monate hinweg aufgebaut. Ganz langsam, Stück für Stück. Und natürlich, wenn man älter wird, wird man auch sicherer. Man kann auch aufpassen, was man den Leuten erzählt und was man erzählt bekommt. Und über Monate hinweg hat man auch meistens keine Fake-Freunde. Also das, wenn man über Monate hinweg langsam das Vertrauen aufbaut und dann überhaupt erstmal darüber redet, wohnt man vielleicht irgendwo zufällig Nähe da, dann sagt man auch so, ja, ich wohne in der Nähe von der und der großen Stadt zum Beispiel. Dann ist es halt so, wenn man das über Monate erst hinweg aufgebaut hat und dann kommt erst überhaupt so eine Information, dann ist es ist auch ziemlich unwahrscheinlich, dass so ein, oh, ich sag's jetzt einfach mal, so ein Kinderschänder viele Monate hinweg Vertrauen aufbaut, ja. Da ist aber auch so ein Punkt, wo man dann halt irgendwann echt mal anfängt, sich gegenseitig Webcam-Fotos zu schicken. Man sollte vor allen Dingen auch miteinander skypen. Und es ist halt echt teilweise ein bisschen einfacher in der Community-Gilde auf dem TS, wo viele Moderatoren noch mit dabei sind. Also privat eins zu einer Person ist halt einfach genauso draußen in der Realität genauso schwierig wie im Internet. Im Internet ist es nur noch anonymer und man kann den Leuten mehr vorgaukeln. Wenn ihr aber in einer Community seid, zum Beispiel in einem Multigaming-Clan oder ihr seid in einem großen Gilden-Clan und so weiter und so fort, dann kennen andere Leute diese Person noch.
Die Moderatoren kennen diese Person. Die Leute haben ein Auge auf euch. Begebt euch in Communities. Eben gerade, wenn ihr Guild Wars 2 spielt, gw2ts.de. Ansonsten gibt jede Menge Gilden, die in TS haben, wo die Administratoren wirklich einen guten Blick drauf haben, wie es den Leuten geht. Also ich wette, die Schwarze Rose ist immer noch sehr aktiv. Sehe ich zwar nicht mehr so viel im Spiel, aber das waren auch super organisiert und super nette Community. Genauso wie Lager der Jäger. Jetzt die Gilde ja von hier, von Lightcatcher, von einem Kollegen von mir, die halt auch immer ein Auge darauf haben und versuchen, da untereinander zu gucken, dass das alles richtig läuft. Natürlich, meine Gilde ist klar, wir haben nicht umsonst quasi zweimal in der Woche Gildensitzung, um zu gucken, was alles so los ist und die Leute kennenzulernen. Also was im Hintergrund immer sich so abspielt bei guten Gilden, ist halt wirklich das stundenlange Überprüfen, auch oft von Personen untereinander, und zu gucken, ey, kann ich was verantworten? Wir haben zum Beispiel bei uns in der Gilde Leute, die sind über 40, die spielen mit 12- und 13-Jährigen und sind mit denen eng befreundet. Das mag einem komisch vorkommen. Ich selber halte manchmal es nicht lange mit Leuten aus, die wesentlich jünger sind als ich, aber es gibt Leute, die haben da gar kein Problem mit. Trotzdem hast du ein Auge drauf als Admin und Moderator. Und solche Gilden findet man viel. Gerade die Gilden, die ich kennengelernt habe über gw2ts.de. Das sind halt wirklich Leute, die spielen ja auch andere Spiele. Wir zocken uns in der Gilde nicht nur Guild Wars 2, ne, ist klar. Das sind wirklich Leute, die ein Auge auf solche Dinge haben, weil sie wissen, dass sie Verantwortung haben. Das ist schon ziemlich cool. Gerade wenn ihr euch auf solchen öffentlichen TSen bewegt, dann ist halt so, beim GW2 TS hast du halt Sternchen, die du anstupsen kannst, wenn du dir unsicher bist bei Dingen. Du kannst mit jeder Frage und sowas zu Moderatoren und so dort kommen. Nur so diese Sache, ne, wenn ihr im Internet Kontakte knüpft, einfach den vorsichtigen Weg gehen und es auch nicht ganz alleine machen. Nie ganz alleine, man sollte in einer Gruppe sein mit Leuten zusammen. Das zerstreitet sich dann auch mal ganz gerne, das ist völlig klar. Aber es ist viel sicherer. Es ist einfach viel sicherer. Gut, okay, das war dann jetzt der laberlange Sonntagsvlog mal wieder. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Sonntag. Ich hoffe, es ist nicht ganz zu heiß bei euch. Es heizt sich zunehmend in Deutschland auf. Viel trinken. Leuten immer wieder sagen, nicht ihre Kinder und Hunde in irgendwelche Autos zu packen, da von 5 Minuten haben da 40 Grad drin, trotz Klimaanlage. Da muss man ein bisschen aufpassen. Prinzipiell sollte man seine Hunde nicht ins Auto einsperren. Selbst schon bei niedrigen Graden sind da Dinge passiert. Ja, jedenfalls, wenn ihr so einen Fall habt, auf einem Parkplatz oder so, wo jemand seinen Hund im Auto gelassen hat, ruft halt die Polizei. Das ist eine Straftat, weil man ja weiß, dass das Tier dann ziemlich schnell dort stirbt. Und das ist immer noch Sachbeschädigung in Deutschland. Ja, Tiere in Deutschland gelten dann. Das ist eine Sachbeschädigung. Ist gut. So sind halt unsere Behindertengesetze, damit wir den Hühnchen schreddern können. Ne? Ich möchte brutal wieder Vegetarier werden, aber ich würde es nicht überleben. Fuck my life. Okay, Leute, wie gesagt, macht euch einen schönen Tag. Viel trinken, viel Wasser trinken. Immer schön, okay, ich habe Kakao, kein Wasser, aber... Das ist auch gut. Macht's gut. Wir singen.